So, jetzt geht es mal entlang des Flusses hier so ein kleines Stück, weil wieder in tollen Farben schimmert. Und zwar dort in diese Richtung, um mal was ganz anderes anzuschauen. Wobei auch die Seite wieder nicht zu verachten ist. Und dort fährt die Flamsbaner. Dort kann man es schon ein wenig erahnen. Eins der Schiffe, was hier die Hurtigruten fährt. Hier nochmal das Schimmern des Wassers. Herrlich. Und zur anderen Seite hat gerade der Großthailand-Gang. Und das sieht hier so aus, dass der ganze Ort völlig überflutet wird. Aber ist schon beeindruckend, das Ding da. Dieser kleine Ort hier, wo das Schiff anlegt, heißt übrigens Flam. Ich bin während der Fahrt oft so abgelenkt, dass ich gar nicht mitkriege, wenn die Ortsschilder dort stehen. Deswegen gibt es die Info manchmal erst ein bisschen später. Aber ist ja so auch schon ganz nett. Und hier ist Flam Visitor Center. Und hier vor mir ist das, was ich gerade angesprochen habe, Future of the Fjords. Dass die hier die reinen Fjordfahrten ohne Emissionen machen wollen. Ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und hier nochmal ein Blick auf die Iona, heißt sie, glaube ich. Ist ja schon beeindruckend. Also kann man halten, was man will von den Dingern, aber beeindruckend ist es trotzdem. Finde aber auch den Platz an sich hier sehr schön. Ein bisschen wuselig, aber schön. Auf der anderen Seite gibt es auch noch so kleine Aussichtspunkte, die sind aber so überfüllt. Deswegen schenke ich mir das und mache nur hier diesen kleinen Gang durch den Ort, um das zu genießen. Ja, ich hoffe, ihr konntet das auch wieder so ein bisschen genießen. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Macht's gut, euer Markus.